Tja, und nun, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen, ja, man kann wohl sagen, einen der Stars der diesjährigen Buchmesse und den erfolgreichsten Autor meines Verlages präsentieren, Verfasser so bekannter Bücher wie Nachtbeute, Tigerblut, Zapato und des jüngsten Bestsellers Jagdschein, Peter Hüttner. Meine Damen und Herren, Peter Hüttner wird Ihnen gerne Auskunft über seine Arbeit geben, wie angekündigt. Jedes weitere Wort von mir ist überflüssig. Bitte fragen Sie ihn. Hier, diese Dame hat sich zuerst gemeldet. Mein Name ist Bachmann, bin Buchhändlerin. Ja, mich würde mal interessieren, beruhen eigentlich Ihre Bücher auf realen Geschehnissen und auf realen Personen? Oder haben Sie die alle erfunden? Sind die zum Teil wahr oder ganz wahr? Oder wie? Sehen Sie, die erfundenen Geschichten sind in der Regel besser als die sogenannten wirklichen und spannender. Das Leben kann sich alles erlauben. Die unglaublichsten und verrücktesten Geschichten. Ein Schriftsteller kann das nicht. Er muss seine Bücher sorgfältig aufbauen und solide konstruieren, um seine Leser zu fesseln. Immer noch die gleichen Sprüche. Mein Name ist Dagmar Burger. Ich bin Redaktionsvolontärin beim Abendblatt. Herr Hüttner, jedes Jahr ein neues Buch, da steckt doch sicherlich viel Arbeit drin. Hängt Ihnen, also ich frage jetzt mal direkt, hängt Ihnen das Schreiben nicht manchmal zum Halse raus? Es hängt mir, wenn Sie den Vergleich erlauben, so zum Halse raus, wie es dem Tiger zum Hals raushängt, die ganze Nacht durch den Dschungel zu streifen, um Beute zu schlagen. Den Tiger kenne ich auch schon. Bitte, Herr Giesecke von der Literaturzeitung hatte sich gemeldet. Dankeschön. Herr Hüttner, ich höre, dass Ihr nächstes Buch den Titel tragen soll, Der King. Um welches Thema handelt es sich dabei? Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich sammle noch Material, recherchiere noch. Aber vielleicht könnten Sie uns doch sagen, wer mit der Titelfigur King gemeint ist. Ein Supergangster, ein Popstar, Industrieboss oder vielleicht Franz Josef Strauß? Nein, das Thema ist viel brisanter. Na, einen kannst du doch noch trinken. Hm? Lieber nicht. Weißt du, wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich jetzt fahren. Ich habe Kopfschmerzen. Du kannst gern bleiben. Ja, du nimmst es mir doch nicht übel, wenn ich wieder im Hotel bleibe. Ich muss doch mit Barclay und mit Stevens sprechen. Aber nein, bei der Buchmesse bin ich das doch gewöhnt. Sonst auch. Also 100.000 Anfangsauflage sehe ich da bestimmt. Aber was glauben Sie, was die Amerikaner verlangt haben? Aber bei 700.000 US-Auflage, da meine ich... Ach, Dr. Offenbach, einen Augenblick mal. Sagen Sie, was würden Sie denn dem neuen O'Donovan geben? 80.000. Oho, na, da bin ich aber optimistischer. Dann wünsche ich gute Nacht. Ach, Sie wollen schon gehen? Die jungen Leute. Also dann... Bis morgen. Wenn er noch so viel säuft, Rowald wird er nie. Was will der von mir? Mandelaugen hätte ich, hat er gesagt. Der hat sich wohl in der Anatomie vergriffen. Hauen Sie ab, Offenbach. Das ist mein Revier. Du bist spitze. Nur bei dir. Komm, lass uns gehen.
Bösen lacht. Der nimmt sich was raus. Dabei sollte er verdammt vorsichtig sein. Aber warum denn? Die frische Luft. Das ist gut. Komm, Mädchen. Jetzt fahren wir hin, direkt zu dir. Nein, Peter, hör auf! Peter! Du kannst jetzt nicht fahren. Aber sicher kann ich. Du bist völlig betrunken. Nein, Nein, Du fällst, dass du nicht fahren kannst. Ich will den Schlüssel. Nein. Ich will den Schlüssel. Ich hole jetzt Chairman. Ja, den Schlüssel. Wir holen dir einen Taxi. Offenbar. Nehmen Sie Ihre dreckigen Finger weg. Ich poliere Ihnen die Schnauze. Sternenschrott. Klirrt vor Kälte. Jener alte Mann dort sagt, sicherlich gibt's einen schönen Tag. Unendliche Jahre welken von seiner Schulter. Der letzte Duft hängt über den Kratern des Alls und streift in den nackten Nächten die Spitzen unserer Seelen. Schon aus? Ja, ganz begabt, junger Mann. Leider verlege ich keine Lyrik. Das müssen Sie auch meinem Freund Kornfeld sagen. Er meinte, dass Sie meine Verse was vielleicht doch rausbringen können. Bitte kommen Sie mit, ich habe Peter den Autoschlüssel weggenommen. Er darf nicht fahren. Also, grüßen Sie meinen Freund Kornfeld. Sehr begabt, Ihre Verse, sehr begabt. Aber für Lyrik bin ich leider nicht zuständig. Sagen Sie mal. Sternenschrott. Was ist das eigentlich? Schauen Sie, was der hier auf. Aber da hat der Wagen gestanden. Irren Sie sich auch nicht? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe doch den Schlüssel. Ach, der hat doch bestimmt noch einen zweiten Schlüssel bei sich. Die frische Luft ist ihm nicht gut bekommen. Glauben Sie mir, er war völlig betrunken. Ach, der kommt schon wieder. Das habe ich doch öfters mit ihm erlebt. Aber mein Gabi, verzeihung, vielleicht möchte er doch lieber allein sein, ja? Nein. Ja, bitte, hier, nehmen Sie sich ein Taxi und fahren Sie nach Hause. Morgen meldet er sich schon wieder. Nein, das möchte ich nicht. Möchten Sie nicht? Na, denn nicht. Entschuldigen Sie. Mindestens 190. Du spinnst. Lässig 220. Nee, du Spaß. Steht auch ein Tacho drauf. Tacho steht viel mehr. Guck mal den an, der pennt. Mensch, der hat was. Der hat gar nichts. Der ist tot. Herzsteckschuss. Der Schuss wurde wahrscheinlich aus 20 bis 40 Zentimeter Entfernung abgegeben. Und um welche Zeit etwa? Der Tod dürfte zwischen 24 Uhr und 2 Uhr eingetreten sein. Der genaue Obduktionsbefund liegt Ihnen morgen vor. Vielen Dank, Doktor. Ja, Herr Chef, ich habe ein Buch von ihm gelesen. Ja, im Urlaub, es hat so viel geregnet. Jagdschein heißt es, eine ziemlich irre Geschichte. Da tun sich Leute zu einem geheimen Bund zusammen und schwören, dass jeder von ihnen einen bösen und schlechten Menschen erschießt, um so die Welt zu verbessern. Tja, und wer hat jetzt ihn erschossen? Der oder die Täter haben überhaupt keinen Versuch gemacht, die Opfer zu verstecken. Er hätte schon in der Nacht gefunden werden können. Sein Verleger heißt Walter Schermann, Schermann Verlag, viele Bestseller. Er ist auf der Buchmesse. Haben Sie die Kollegen in München angerufen? Wegen seiner Frau, ja, sicher. Ja, wegen diesem Scheißjob, der mal nicht an uns hängen bleibt. Sie ist Schauspielerin, spielt im München Theater. Mensch, ist das ein Milieu. Buchmesse, Theater, Pathologie.
Ich muss hier raus. Hier bei Hüttner? Na? Nein, die gnädige Frau schlaft noch. Die hat gestern bis spät nach die Rolle gelernt. Die konnte ich jetzt unmöglich wecken. Nein. Ja gut, ich richt's aus. Ja? Grüß Gott. Bitte? Könnten wir bitte Frau Christa Hüttner sprechen? Nein, nein, die Frau Hüttner schlaft noch. Ja, es wäre aber ganz dringend. Kriminalpolizei Lenz ist mein Name. Außer. Ja, dann bitte, kommen Sie herein. Okay. Nehmen Sie einen Augenblick Platz, bitte, ich schaue gleich nach. Frau Hüttner? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab gemeint, sie schlaft. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen umschauen. Jetzt, Moment, Moment. Jetzt schauen wir erst noch mal in den Spülmittelpool. Kommen Sie. Kommen Sie hinter mir her. Hey, Frau? Kann es denn sein, dass Frau Hüttner weggefahren ist? Ausgeschlossen. Wenn sie so lang lernt, dann schlaft sie meistens bis Mittag, außer sie hat Probe. Ich schau doch mal. Ja, wir schauen auch mal. Nichts anfassen. Bleiben Sie stehen, ganz ruhig. Sind Sie verletzt? Stelle, wo gestern das Auto gestanden hatte. Mein Gott, ich kann es noch gar nicht fassen. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie auch rein? Nein, nein, danke, danke. Wer ist dieses Fräulein Mühlmann? Herr Kommissar, bitte verstehen Sie, Peter Hüttner ist da manchmal, war da manchmal. Frau Hüttner hat das wohl nicht gewusst. Kennen Sie Fräulein Mühlmann näher? Nein, ich hatte nicht das Vergnügen. Peter Hüttner könnte Ihnen da... hätte Ihnen da
Auskunft geben können. Na sicher? Ich weiß es nicht. Der Arzt muss gleich kommen. Ich konnte nichts erkennen. Er kam von hinten und hat mir was aufs Gesicht gebracht. Wir warten auf die Spurensicherung. Auch schrecklich. Und dann war ich weg. Haben Sie irgendwas gehört? Ich meine, was Sie veranlasst hat, aus dem Schlafzimmer zu kommen. Nein, ich lag wach und ich wollte mir noch was zu trinken holen. Wissen Sie, was für Unterlagen Ihr Mann in dem Zimmer aufbewahrt hat? Ja, Material für seine Bücher, aber ich weiß keine Einzelheiten. Das heißt, ja, er war in letzter Zeit öfter im Ausland, in London, ja. Und zuletzt in Amsterdam. Oh mein Gott, ich muss ihn anrufen. Er ist auf der Buchmesse. Ja, da ist leider noch etwas, Frau Hüttner. Ja? Sie können Ihren Mann jetzt nicht sprechen. Warum nicht? Ich werde es Ihnen erklären, sobald der Arzt da war. Ist was passiert? Na, was sagen Sie dazu? Aber schließlich waren Sie doch mal mit ihm. Na, deswegen vielleicht. Ja, ist gut, Herr Lenz. Das ist ein Ding. Ach, Herr Schermann. Ja, bitte. Frau Hüttner ist heute Nacht in ihrer Münchner Wohnung überfallen worden. Schränke und Schreibtisch von Herrn Hüttner wurden durchsucht. Mein Gott. Und was ist mit Frau Hüttner? Nichts Ernstes, Gott sei Dank, aber was können die Täter gesucht haben? An was arbeitete Hüttner gerade? Kommen Sie. Wir haben ein Buch verabredet, in dem es um Waffenhandel großen Stils geht. Wir wollten einen super Waffenhändler mit dem Spitznamen King präsentieren, der auch mit Atomsprengsätzen und Raketen handelt. Aber das ist doch alles Fantasie. Es sollte ein aufregendes und spannendes Buch werden, weiter nichts. Ja, aber kann man sich sowas aus den Fingern saugen? Ich meine, muss man sich da nicht vorher genau informieren? Ja, natürlich musste er sich über die Fakten informieren und sicher hat er auch Kontaktleute gehabt. Aber darüber weiß Dr. Offenbach besser Bescheid. Frau von Kramer? Ja? Sagen Sie, haben Sie Offenbach schon erreicht? Nein, er meldet sich immer noch nicht. Na, hoffentlich hat er seinen Rausch bald ausgeschlafen. Herr Schermann, darf ich noch mal eben bitte schön. Dieses Buchprojekt, ja. Ist darüber schon irgendetwas in der Öffentlichkeit bekannt? Ja, wir hatten die Vorpublicity schon begonnen, hier und da etwas durchsickern lassen. Und gestern bei einer Werbeveranstaltung mit Peter Hüttner hat ein Journalist hartnäckig nach diesem Buch gefragt. Und das Fernsehen. Das Fernsehen war auch dabei. Dankeschön. Herr Hüttner, ich höre, dass Ihr nächstes Buch den Titel tragen soll, Der King. Um welches Thema handelt es sich dabei? Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich sammle noch Material und recherchiere noch. Aber vielleicht könnten Sie uns doch sagen, wer mit der Titelfigur King gemeint ist. Ein Supergangster, ein Popstar, Industrieboss oder vielleicht Franz Josef Strauß? Nein, das Thema ist viel brisanter. In der Branche spricht man davon, dass sich Ihr nächstes Buch mit dem Handel mit Waffen und Rüstungsgütern befasst. Und dass verschlüsselt auch internationale Hintermänner auftauchen. Kein Kommentar. Also ich weiß jedenfalls, dass es einen vermögenden Geschäftsmann gibt, der von seinen Freunden der King genannt wird. Bitte, Herr Giesecke, haben Sie Verständnis dafür, dass wir Details noch nicht mitteilen können? Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Persönlichkeiten wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt. Notieren Sie mal eben. King, Königsmann. Jetzt noch unsere alten Filmaufnahmen mit Peter Hüttner. Los! 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 Du schießt ja toll. Irrtum. Das war Hüttner, der geschossen hat. Die haben es nur so montiert. Ja, kannst du mal sehen. So arbeiten die im Fernsehen. Ausnahmsweise. Und es war Hüttners Idee, seine Frau so zu präsentieren. Das war schon fantastisch. Wo überhaupt ein Waffenkorn? Können Sie gleich sehen. Das ist meine größte Faustfeuerwaffe. Eine 44 Auto Mag. Sie wurde 1969 von Max Gera für Sanford, Kalifornien entwickelt. Und das... Das ist eine Kolibri. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg
entwickelte Georg Grabner dafür eine Spezialpatrone, Kaliber 2,7 mit einem Geschoss von 0,2 Gramm. 2,7? So klein. Beide Waffen kommen in meinem neuen Roman vor, Jagdschein. Sie sind auch so etwas wie ein Waffenexperte. Wir haben das übrigens nicht gesendet, weil Hüttner war sich nicht sicher, ob er diese Waffen überhaupt besitzen durfte. Ich verstehe was von Waffen. Und auch noch von ein paar anderen. Womit ist er denn erschossen worden? Mit einer Browning Baby, Kaliber 6,35. Er hat sehr viel mehr wissen, als in seinen Büchern steht. Im Idealfall, wie bei einem Eisberg. 9/10 unter Wasser, sieht man nicht. Garbeck. Merkt es sich doch endlich, wenn ich aufbrülle, dann ist richtig. Au! So nun wieder auch nichts, Idiot. Mehr Gefühl, Menschenskind. Nun seien Sie nicht gleich wieder beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Wenn ich sage, Sie sind beleidigt, dann sind Sie beleidigt. Verstanden? Oh. Sie massieren wie eine alte Tante. Au! Sind Sie verrückt? Wollen Sie mich umbringen? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie würden es nie lernen. Entschuldigung. Aber das sind zwei Kriminalbeamte. Sowas? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie beschäftigt sind. Sie wollen Sie aber unbedingt sprechen. Wo ist er? Mit dem Herrn von der Polizei muss man sich gut stellen. Na, das wäre etwas zu viel Durchschnittlos. Sind die echt? Und ob? Was kostet denn sowas? Oma, da müssen Sie schon eine große Bank berauben, um solche Bilder kaufen zu können. Menschenskind, das ist ja ein Tischbein. Schau dir das an. Wissen Sie, wer das ist? Das ist die Mutter von der Ulrike von Lebezow. Ich denke, die heißt Tischmann. Ulrike von Lebezow. Goethes letzte Liebe. Donnerwetter, Sie kennen sich aber aus. Lieben Sie Tischmann auch? Lieben schon, aber ich kann ihn mir nicht leisten. Wer kann sich schon leisten, was er liebt? Ich muss mich entschuldigen, ich war gerade bei der Massage, als Sie kamen. Ich wollte Sie nicht warten lassen. Zeit ist Geld, Steuergeld in Ihrem Falle. Bitte. Ich heiße Konrad, mein Mitarbeiter Herr Wegener. Sehr angenehm. Und womit kann ich Ihnen dienen? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ein Glas Saft vielleicht? Wissen Sie, nach so einer Massage geht nichts über ein Glas Orange mit einem ganz kleinen Schuss. Nein, vielen Dank. Man kann es auch umdrehen, einen ganz großen Schuss mit einem winzigen Spritz Orange. Danke. Was führt Sie zu mir? Wir ermitteln in einem Mordfall. Interessant. Und was führt Sie da in meine Richtung? Haben Sie heute noch keine Nachrichten gehört? Nein. Herr Königsmann, Sie kennen den Schriftsteller Peter Büttner. Ja, sicher. Ich habe ihm öfter behilflich sein können für seine Waffensammlung. Sie stehen in geschäftlichen Beziehungen? Nicht geschäftlich, privat, ganz privat. Peter Büttner sammelt Handfeuerwaffen. Er sammelte. Er hat gesammelt. Sie sagten, Sie ermitteln in einem Mordfall? Richtig, ja. Er wurde ermordet. Das tut mir aber leid. Aber da sollten wir vielleicht doch... Ja, umso weniger begreife ich, weshalb Sie gerade zu mir kommen. Herr Hüttner arbeitete an einem Buch über Waffenhandel und... Und es gibt gewisse Hinweise dafür, dass der Mord damit in Zusammenhang stehen könnte. Soll das heißen, dass Sie mich... Das soll nicht mehr heißen, als was ich gesagt habe. Bitte. Also, was wollen Sie von mir wissen? Hat Herr Hüttner mal versucht, sich bei Ihnen über Waffengeschäfte zu informieren? Gott, ja, wir haben gelegentlich darüber gesprochen. Über was zum Beispiel? Über Dinge, die jeder Kenner weiß. Sie sind Kenner. Ich betreibe ein Export- und Importunternehmen. Und, was importieren und exportieren Sie? Vieles.
Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch. Lauter gesunde Sachen, von denen man leben kann. Sehr gut leben kann, wie ich sehe. Oh. Können Sie sich vorstellen, warum Unterlagen, die Peter Hüttner gebraucht hat, ich meine für sein Buch, warum die aus seiner Wohnung gestohlen wurden? Eigentlich nicht. Es sei denn, da waren Dinge dabei, die bestimmten Leuten nicht passten. Wem zum Beispiel? In diesem Teich schwimmen sehr große Fische. Damit Sie mich nicht missverstehen, meine Herren, ich werde Ihnen selbstverständlich helfen. Es geht schließlich um einen Mord. Sie fragen gar nicht, wie Peter Hüttner umgekommen ist. Das werden Sie mir doch sagen. Übrigens, Hüttner hatte schon einen Arbeitstitel für sein Buch. Ja, und? Der King. Wissen Sie, Hüttner, bei aller Freundschaft, er liebte Geschmacklosigkeit. Na, schwamm drüber. Mich stört das übrigens wenig, dass manche Leute mich so nennen. Aber daraus nun irgendetwas abzuleiten, dazu sollte Ihnen Ihre Zeit zu schaffen sein. Wissen Sie, Bücher, wie er sie schrieb, das ist eine Sache. Die Realität eine andere. Eine ganz andere. Bleiben wir doch mal bei der Realität. Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns zu sagen, wo Sie letzte Nacht zwischen 0 und 2 Uhr gewesen sind? Ja, hier. Ich hatte Gäste. Bis etwa 2 Uhr. Danke. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Weider war darunter und der amerikanische Konsul Weid, falls es Sie interessiert. Und Ihre Bedienstete? Also ich meine sicher meinen Sekretär, Herrn Mosler. Der war selbstverständlich anwesend. Garwick, mein Chauffeur, hat so gegen 2 Uhr die letzten Gäste weggefahren. Wollen Sie sie beide sprechen? Ach, das halte ich für völlig überflüssig. Ja, das wäre es dann fürs Erste. Vielleicht müssen wir Sie später noch mal behelligen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Pardon, hier geht's wieder. Oh, Entschuldigung. Sieht ja eine aus wie die andere. Das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Mosler, ich möchte wissen, wen die Herren jetzt beehren. Es eilt. Und Mosler, hören Sie auf, mich zu imitieren. Lassen Sie sich die Haare wachsen oder kaufen Sie sich ein Toupet. Wie Sie wünschen. Und Sie hören zu lachen auf, Garwick. Jawohl. Zweite Reihe von links, zweite von oben. Moment noch. Jetzt. Dr. Offenbach. Ich hatte mich geärgert. Darum bin ich weggefahren. Wohin? In den Taunus, um mich abzureagieren. Ich habe dort ein Häuschen. In Maulhof. Maul, wie Schnauze.
Als ich Magenkrämpfe bekam, bin ich dort geblieben. Haben Sie einen Arzt geholt? Nein, warum? Wegen der Magenkrämpfe. Nein, ich konnte ja nicht wissen, dass ich einen brauche. Wegen der Magenkrämpfe? Wegen des Alibis. Worüber hatten Sie sich geärgert? Sie werden es nicht glauben. Über Hüttner. Herr Dr. Offenbach, Sie mussten doch wissen, dass man Sie auf der Buchmesse erwartet. Warum haben Sie sich den ganzen Vormittag über nicht gemeldet? Ach, mein Gott, mir ging es sau dreckig. Da draußen habe ich kein Telefon. Und ich konnte erst gegen Mittag wieder Auto fahren. Gemalte Gedichte, nicht? So ähnlich. Piktogramme. Gefällt mir. Übrigens, Frau Hüttner ist gefesselt in ihrer Münchner Wohnung aufgefunden worden. Schreibtische und Schränke waren durchwühlt. Offenbar hat man nach wichtigen Unterlagen gesucht für Hüttners neues Buch. Wer sagt das? Wieso, wer hätte es denn sagen können? Weiß ich doch nicht. Wer hat es denn gesagt? Frau Hüttner. Na dann. Ich habe manchmal für ihn recherchiert. Auch früher schon. Das Material habe ich... Das sind die Unterlagen für das neue Buch. Was denn? Zeitungsausschnitte und Buchseiten? Ja, jedermann zugängliche Informationen über Waffenhändler und Waffensysteme. Besonders über den Atomsprengsatz GVX. Ja, aber natürlich kann Hüttner zu Hause weiteres Material gehabt haben. Das halte ich für unwahrscheinlich. Wieso? Weil... Damit Sie es gleich wissen, ich habe mitunter, wenn Hüttner, sagen wir, ein Formtief hatte, Teile seiner Bücher geschrieben. Und dafür auch von ihm Geld erhalten. Sie werden die Unterlagen über diese Zahlung ja sowieso in seiner Wohnung finden. Jetzt hatte ich, um es ganz klar zu sagen, die Schnauze voll. Ich wollte selber schreiben. Und er sollte seine verdammte Waffengeschichte allein basteln. Ja, da drohte er ihn. Wollte Sie erpressen, weiterzumachen, und da haben Sie... Nein, ich habe nicht. Ein Zeuge hat sich gemeldet und angegeben, dass ein jüngerer Mann neben Hüttner in dessen Wagen letzte Nacht so zwischen 0 Uhr und 1 Uhr gesessen hat. Ja, die Beschreibung könnte auf Sie zutreffen. Ich bin vor 12 gegangen und bin allein mit meinem Wagen weggefahren. Da war Hüttner noch mit der kleinen Schwarzen, wie soll ich mich ausdrücken, beschäftigt. Sie hat mich auf der Straße sogar noch umgerannt. Sie hätte eigentlich sehen müssen, wie ich weggefahren bin. Frau Hüttner hat ausgesagt, dass ihr Mann zur Vorbereitung seines neuen Buches oft im Ausland war. Sie nannte London und Amsterdam. Darüber hat er mit mir nicht gesprochen. Besitzen Sie eine Pistole? Ja, die würden wir jetzt sehen. Moment. Können Sie bitte mal halten? Mit einer solchen Browning Baby ist Hüttner erschossen worden. Er hat sie mir zu Weihnachten geschenkt. Für unliebsame Besucher. Das hat er wirklich dazu geschrieben. Sie werden noch mehr davon finden. Er hat gern Pistolen dieses Typs verschenkt. Er durfte sie nicht verschenken und Sie durften sie nicht annehmen. Sie haben doch keinen Waffenschein. Natürlich nicht. Ja, das wär's dann im Moment. Aber Sie halten sich doch bitte zu unserer Verfügung. Ja, natürlich. Da steige ich natürlich jetzt größer ein, sagen wir 30 mal 11 für 10 mit Rückgaberecht. Andere Buchhändler haben 50 mal 11 für 10 geordert. Hüttners Tod macht sie ja ganz schön bezahlt für Sie. Sagen Sie mal, was ist denn da drüben los? Presse natürlich. Meine Damen und Herren, ich sage das mit aller Vorsicht. Aber wenn einige Zeitungen Vermutungen darüber anstellen, ob es zwischen dem Tod von Peter Hüttner und dem brisanten Material seines letzten Buches Zusammenhänge gibt, so möchte ich dem nicht unbedingt widersprechen. Können Sie uns Einzelheiten über die verschwundenen Unterlagen für den Roman der King sagen? Darüber möchte ich mich in der jetzigen Situation nicht äußern. Sie sind Teile der polizeilichen Ermittlung.
Werden Sie das Buch herausbringen, falls die Unterlagen wieder auftauchen? Na, selbstverständlich, wenn es irgend möglich ist. Und wenn sie nicht auftauchen? Wir werden das Konzept von Peter Hüttner rekonstruieren und das Buch posthum herausbringen. Also, Sie werden es in jedem Fall herausbringen. Ah, Herr Freitag. Gott sei Dank. Herr Freitag, meine Damen und Herren, Herr Freitag hat Material über meinen Freund Peter Hüttner für Sie, Lebenslauf, alle seine Werke und Kritiken. Darf ich Sie bitten, alles Weitere mit ihm? Ja, danke, meine Damen und Herren. Kramerin, haben Sie Borg schon gesprochen wegen des Displays für die Schaufenster? Ja, er hat schon einen Textentwurf durchgegeben. Nein, der soll doch keine Romane schreiben. Muss ich ihm denn alles vorkauen? Ein großes Foto von Peter Hüttner, daneben den Umschlag vom Jagdschein und dazwischen einen ganz einfachen Text. Deutschlands Leser trauern um Peter Hüttner. Na, oder sowas Ähnliches. Bist du allein? Gut, dass ich dich endlich erreiche. Die Polizei war bei mir. Nein. Von uns beiden nichts. Auf keinen Fall. Ich habe die Briefe vernichtet, falls sie eine Hausdurchsuchung machen. Aber nur damit du Bescheid weißt, ich telefoniere von einer Zelle aus, das ist mir sicherer. Du, wir dürfen uns im Moment nicht sehen, das ist doch klar. Ja, ja, ich dich auch. Ciao. Von Gedichten kann man nicht leben. Darum ist Offenbach Lektor geworden. Und als er dann gut lebte, wollte er noch besser leben. Darum wurde er Hüttners Neger. Neger? Ja, sowas wie ein Ghostwriter. Und was bitte ist ein Ghostwriter? Oh mein Gott, ein Neger. Ah, ich hatte mir die Entstehung von Büchern immer anders vorgestellt. Es gibt solche Bücher und solche. Wie lange waren Sie mit Hüttner verheiratet? Fast 4 Jahre. Offenbach deutete an, bei Hüttner habe es immer schon Frauengeschichten gegeben. Kein Kommentar. Sie waren gestern Nacht nicht in der Hotelbar. Ich habe es vorgezogen zu schlafen. Und nicht allein, falls es Sie interessiert. Wen könnten Sie als Zeugen benennen? Mein Zeuge ist 15 Jahre alt. Einen 15-Jährigen? Eine 15-Jährige, meine Tochter. Haben Sie eine Pistole? Oh nein. Hüttner verschenkte Pistolen. Ach, die meinen Sie. Die habe ich ins Wasser geworfen, als wir uns trennten. Unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die das alles lesen. Wann arbeiten die? Hier steht, Achtung, morgen schon einen Tag weniger bis zum Sozialismus. Ist das aus Russland? Nanu, das ist doch der Kollege Marek aus Wien. Ja, gibt's das auch. Herr Marek, ja. Erinnern Sie sich noch an mich? Natürlich. Sie waren ja damals ein paar Tage bei uns in Wien und haben diesen Raubmörder verhört, den wird ja nur geheißen. Obermeier. Angenehm, Marek. Nee, der Raubmörder, den Herr Konrad damals in Wien verhört hat, der hieß Obermeier. Mein Name ist Wegner. Das ist mein Assistent. Aber sagen Sie, Herr Kollege, was machen denn Sie hier in Frankfurt? Das ist eine lange Geschichte. Lass es auf. Meine Frau hat ein Preisausschreiben gewonnen. 2 Tage Frankfurt-Buchmesse mit einer Nächtigung für 2 Personen. Jetzt ist sie angestellt um ein Autogramm von den Johannes Mario und ich habe so einen Hunger. Ja, ich würde Sie gern zu einem Häppchen einladen, aber ich... Das ist einer doch sicher dienstlich hier, ne? Ja, Mord. Ein Schriftsteller ist ermordet worden. Und keine schlechte Idee. Haben Sie eine Spur? Mehrere, aber es ist alles noch sehr vage. Ein Schriftsteller ist überhaupt so was Vages. Ja, das kann man wohl sagen. Sie, da kenne ich einen Schriftsteller, der schreibt seit Jahrzehnten nur über Raub und Mord und Verrat und Ehebruch. Dabei sitzt er genüsslich in seiner Villa in Klosterneuburg, hat nicht einmal noch seine Frau betrogen. Vielleicht hat er nur keine Gelegenheit dazu gehabt. Sagen Sie mal, haben Sie auch Frauen bei diesem Schriftstellermord dabei? Ja, verschiedene. Das macht die Sache ja so kompliziert. Das möchte ich nicht sagen. Also nach meiner Erfahrung als Kriminalist, je mehr Frauen bei so einem Mord dabei sind, desto leichter ist es. Glauben Sie mir, wenn man eine Frau bei einer Lüge ertappt, dann ist schon 50% von dem Fall gelöst. Denken Sie daran. Ich werde mir Mühe geben, aber jetzt... Ja, ich leider. Ja, meine Frau steht mir immer angestellt. Schauen Sie her, wie in einer Schlange beim Finanzamt. Und ich habe so einen Hunger, meiner Söhne, wenn die nicht bald kommt, geschieht noch ein Mord.
Na, wie sieht's aus? Ich möchte wissen, wie viele Browning Babies uns der Konrad noch schicken will, mit denen der Hüttner unter Garantie nicht erschossen wurde. Ja, natürlich. Ich habe volles Verständnis, Herr Kommissar, dass Sie die Sachen meines Mannes untersuchen ließen. Vielleicht bringt das irgendeinen Hinweis. Ja, ich werde alles zusammenpacken. Die Hotelleitung war so freundlich, mir trotz der Buchmesse ein anderes Zimmer zu geben. Sie werden verstehen, Frau Hüttner, dass ich Ihnen noch einige Fragen stellen muss, so schrecklich das auch für Sie ist. Ja, ich weiß. Sie müssen mich nach dem Mädchen fragen, mit dem er hier zusammen war. Ah ja? Ja. Herr Schirmann hielt es für besser, mich zu informieren. Kennen Sie sie? Er wird sie hier aufgegabelt haben. Nein, ich kenne sie nicht. Ich wusste auch nicht, dass er sich hier mit ihr getroffen hat. Meine Güte, Männer tun so etwas zuweilen, aber das wird ja immer so aufgebauscht. Ja, besonders bei Leuten wie uns. Da sind alle Männer Schürzenjäger, alle Frauen gehen fremd und dann dieser Klatsch und diese Verdächtigung. Ich bin zum Kotzen. Entschuldigen Sie, aber ich muss leider dahinterhaken, wenn entsprechende Fakten vorliegen. Ich weiß, auch Sie können die Welt nicht ändern. Die bayerischen Kollegen haben uns zwar von dem Überfall auf Sie unterrichtet, ich muss aber trotzdem noch einmal darauf zurückkommen. Könnten Sie sich nicht doch an irgendeine Einzelheit erinnern? Jede Kleinigkeit könnte wichtig sein. Das Erscheinungsbild des Mannes, seine Größe, Stoff seines Anzuges, Geruch, Hände. Nein, nichts. Tut mir leid. Blackout. Ich muss Ihnen aber doch ein Foto zeigen. Manchmal stellen sich dadurch Erinnerungsfetzen ein. Offenbach, wie kommen Sie darauf? Das ist nur eine Vermutung. Nein, ausgeschlossen. Ja, das heißt, so genau kann ich das natürlich nicht sagen. Nein, ich weiß es wirklich nicht, Herr Kommissar. Sie haben gesagt, Ihr Mann sei zuletzt in Amsterdam gewesen. Wir haben sein Notizbuch überprüft und einige holländische Telefonnummern gefunden. Hotel Tegracht? Ja, dort hat er gewohnt. Bei einer anderen Nummer meldet sich eine Firma Carena. Sagt Ihnen der Name etwas? Eine Firma Carena? Nein. Diesen Namen hat er, soweit ich weiß, nie erwähnt. Amsterdam? Zoveel gasten. Zo viele gasten. Eén ogenblik, ik zal maar even in de politieformulieren kijken. Dan check na. Ja, hier heb ik hem. Dat is Peter Hüttner. Meneer Peter Hüttner uit München. Hij is de 19e september aangekomen. En hij is de 21e september weer weggegaan. 21e weggegaan. Hier is zijn handtekening. Darf ich mal? Ja, dat is zijn Unterschrift. Na, dann mal zur Firma Carena. Hartelijk bedankt voor de inlichting, meneer. Vielen Dank. Ik zal een stuk verder helpen. Mit allem, was gesund ist und wovon man leben kann. Also, ich bin so viel traurig.
zijn van de politie. Ik had u al gebeld. Dit is mijn Duitse collega Herr Konrad. Guten Tag, Herr Doktor. Sehr liebenswürdig. Darf ich mir? Von diesem Herrn möchten wir gerne wissen, ob er hier bei Ihnen gewesen ist. Hm? Ein gut aussehender Herr, aber Sie verstehen, wir haben viele gut aussehende Klienten. Fragt dit maar eens aan uw meisjes. En een beetje snel als het kan. Het gaat hier om een moord. Oh, mensch. Cosima? Martin? Sarina? Softie? Kiki? Kiki, Coco. Oh, monsieur. J'espère que vous étiez content du service. Merci, madame. Monsieur, entre nous, prenez Sarina. Elle est superbe. Je ne vous comprends pas, monsieur. C'est dommage. Au revoir, madame. Nee, ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet. Nou, snel kon het wel. Nou, I don't know him. Nou, zien ze. Verblijf, Sarina. Ze moeten entschuldigen, ze is nog niet ganz empfangsfähig. Daar is ze. Darf ik voorstellen, Sarina? Zwei neugierige Herren. Kent u deze man? Peter? Ja. Wat is er met hem? Aha. Kom, Sie doch mal bitte. Wir möchten nur wissen, ob er hier war. Wir wollen allein mal wissen, ob er hier war. Jazeker. Ein aardiger Mann. Ja, sicher. Ein netter Kerl. Hat er bei ihr irgendjemanden getroffen? Heeft er hier bei ihr noch jemand ontmoet? Was bedoelt u? Met z'n drieën? Meinen Sie zu dritt? Herr, wir sind ein seriöses Haus. Kontakte, ja, Schweinerei, nein. Seltsamer Ex- und Import. Vielleicht sollten wir doch mal in der Fruchtabteilung fragen. Sagen Sie, ach, kommen Sie doch mal bitte. Ihr Chef? Ja, bitte. Wer ist Ihr Chef? Der King? Der wer? Werte Dame, es handelt sich um einen Mordfall und ich hätte mich nicht extra hierher bemüht, wenn es nicht wichtig wäre. Ja, ich will auch gerne alles sagen, was ich weiß. Sind ja auch keine Geheimnisse. Ich habe immer mit einem Herrn Mosler abzurechnen. Aha. Aus Frankfurt. Ja, ist das schlimm? Sagen Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass der Herr Mosler noch etwas anderes abrechnet? Etwas, das weniger gesund ist als Obst und Mädchen. Ich verstehe wirklich kein Wort. Möchten Sie die Telefonnummer von Herrn Mosler? Vielen Dank, die habe ich bereits. Tja. Verzeihen Sie die Belästigung. Sie können ruhig noch bleiben, als Kunde. Das lassen meine Spesen leider nicht zu. Auf Wiedersehen. Wann immer Sie wünschen, Monsieur. Ich wollte sagen, alles Gute, gnädige Frau. Liebe Dame. Oder wie sagt man in Ihren Kreisen? Madame. Madame. Siberia bittet alle Gäste des Fluges in Sie können beruhigt sein. Auf 15 geht die tschechische Ware von Rostock ab. Rostock? Sie hatten doch eine Lieferung aus Triest zugesagt. Die Ware wird auf einem finnischen Frachter via Triest geliefert. Es kommen immer neue Schwierigkeiten. Ganz anders, als wir verabredet haben. Ich sage Ihnen, jede zeitliche Verzögerung müsste ausgeschlossen sein. Lieber Doktor, das ist absolut sichergestellt. Übrigens, über die Panzer M31 und M48 können wir jetzt konkret reden. Praktisch neuwertig. Mich interessiert im Moment mehr. Was ist mit der GVX? Werter Doktor, da ist im Moment leider nichts zu machen. Ich habe Informationen, dass die GVX beschaffbar sein soll. Doktor, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Also, meine Gesellschaft ist bereit, pro Satz 2 Millionen. Unmöglich. Pfund, englische Pfund. Oder? Was haben Sie gedacht?
Entschuldigen Sie die ungewöhnliche Form. Darf ich? Fitzpold. Also? Meine Auftraggeber wüssten gern Näheres über ein bestimmtes Buch, an dessen Herausgabe Sie nicht unbeteiligt sind. So. Ja, falls Sie von Hüttners Buch sprechen, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich kann Ihnen ein großzügiges Angebot machen. Ich weiß so gut wie nichts. Aber ich weiß, dass es ein, sagen wir, Mitarbeiter war. Es gab eine erste Rohkonzeption nicht mehr. Sollte Frankfurt einer der Schauplätze sein? Frankfurt, wieso? Es würde mir außerordentlich leid tun. Leid für Sie, Herr Dr. Offenbach, wenn Sie sich weiterhin so dumm stellen. Ein Waffenhändler, völlig frei erfunden, sollte die Hauptfigur des Buches sein. Weitere Einzelheiten waren noch nicht festgelegt. Um welche Waffen sollte es dabei gehen? Ja, aber ich hab dir doch gestern gesagt, so. Nein, ich habe Besuch, versteh das doch. Nein, nein, ein Polizeibeamter ist hier. Ja, in einer Stunde. Ciao. Verzeihen Sie die Pistole. Das ist sonst nicht unsere Geschäftspraxis. Also, um welche Waffen soll es sich handeln? Ich habe doch gesagt, das war noch nicht festgelegt. Spielt die GVX eine Rolle? Auch. Man hat daran gedacht. Es wäre besser, wenn das Buch nicht erscheint. Ich kann Schermann keine Vorschriften machen. Meine Auftraggeber melden sich wieder. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen Ungelegenheiten bereitet habe. Zwei Käfer am Abend erquicken und lachen. Schwein. Und beeil dich, es könnte interessant werden. Du hast auch nichts anderes im Kopf. Oh, sie hätte ich nicht erwartet. Fräulein Mühlmann, ich habe da noch ein paar Fragen. Wegen Herrn Hüttner. Bitte, kommen Sie nur. Also auf einen zweiten Herrn sind wir eigentlich weniger scharf, nicht? Bitte, nehmen Sie Platz. Wie lange kannten Sie Herrn Hüttner? Schon eine ganze Weile. Er hat mich immer besucht, wenn er in Frankfurt war. Ich mochte ihn, ehrlich. Wie lange kannten Sie ihn? Genau. Na, so seit einem Jahr. Sind Sie, darf ich rauchen? Natürlich. Sind Sie auch mit ihm gereist? In London waren wir mal. Auch in Amsterdam? Hat er gesagt, er müsse geschäftlich hin, da kann er mich nicht gebrauchen. Haben Sie Freunde von ihm kennengelernt? Ein paar Bekannte, ja. Herrn Königsmann? Königsmann, der King? Nein, den kenne ich nicht.
Ich meine, ich weiß, wer er ist, nur leider persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Kennen Sie Frau Hüttner? Nein. Das heißt, ja, einmal am Telefon, Peter hat mir eine Nummer gegeben und da war sie dran. Sie, die war vielleicht was von bissig. Doch verständlich, oder? Also eins sage ich Ihnen, Peter konnte nicht mehr fahren, der war nämlich voll, bis hierher. Da kann man doch nicht mehr... Ich meine, nichts kann man da mehr. Mutz, 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 Häuschen, kommt schon! Mietz, 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 Mietz. Entschuldigen Sie, aber meine Katze spielt manchmal völlig verrückt. Hört sich eher wie ein Tiger an. Wollen wir nicht doch noch einen Drink nehmen? Bitte habt Verständnis, ich möchte ins Hotel, ich habe Kopfschmerzen. Aber wir verstehen Sie. Ich rufe Sie morgen früh gleich an. Ja, ich werde eine Schlaftablette nehmen, dann geht es schon. Nach. Über sein Buch hat er mit mir nicht gesprochen. Wir sprachen über Waffen, über die Jagd, über Kunst. Darf ich? Es waren schon sehr fantastische Geschichten, die er schrieb. Ich wusste mir wenig von den Vorarbeiten für seine Bücher. Ich habe sie eigentlich erst kennengelernt, wenn sie fertig waren. Sie ging ja voll und ganz in ihren Beruf auf, Christa. Ich hätte mich mehr für seine Arbeit interessieren müssen. Zwei starke und eigenwillige Persönlichkeiten. Beide künstlerisch tätig. Ich kann mir vorstellen, daraus ergaben sich einige Probleme. Ja, man spricht zu wenig miteinander. Viel zu wenig. Wissen Sie, ich habe oft das Gefühl, dass erst eine Rolle mich reden lässt. Für mich wäre es sicher besser, wenn ich auch im Leben einen vorgeschriebenen Text hätte. Naja, auf der Bühne, da kann ich reden wie ein Buch. Ich spiele ja auch meistens Rollen mit irrsinnig viel Text, ne? Aber in der Wirklichkeit, da kann ich mich nur schwer ausdrücken, da stottere ich meist herum. Das ist ja gerade das Reizvolle an Ihnen. Christa. Wie war denn das mit dem Überfall auf Sie? Ja, das ging alles sehr schnell. Ich konnte wirklich nichts erkennen. Und es wurden Unterlagen von Peter gestohlen? Das ist es ja. Ich kannte mich in seinen Sachen nicht aus und daher weiß ich nicht, ob und was gestohlen wurde. Darf ich? Wissen Sie, Christa? Ich habe Peter sehr gemocht. Aber Sie bedeuten mir sehr viel. Christa,
wenn ich Ihnen jetzt in dieser für Sie so schweren Zeit helfen kann. Christa, ich bitte, sagen Sie mir, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Was sollten Sie für mich tun können? Das müssten Sie doch wissen. Ja, Sie können etwas für mich tun. Bitte, geben Sie mir noch ein Glas Wein. Robert, da könnte doch jemand in der Mordnacht von Frankfurt nach München gefahren sein oder auch umgekehrt. Und auch wieder zurück. Ich meine, das lässt sich doch feststellen. Der Überfall auf Frau Hüttner, den meinen Sie? Ja, auch. Ihre Bahn. Gerichte auffangen, bitte zurückbleiben. Jackie, versucht da mal was. Was denn? Na, lassen Sie mich mal. Ja, was denn, was denn? Gerichte auffangen, bitte zurückbleiben. Bei dieser Wertung, und zwar bei jeder Abendwertung, liebe Sportfreunde, geht es um 2010 den Wagen, die erste Wertung eines jeden Abends. Es sind jeweils 5 Sturz, 10 Runden, die ersten Fahrer bekommen 5, 3, 2 und 1 Punkt. Hallo? Frau Schermann? Ja? Einen schönen guten Morgen. Wir wissen, was vor 3 Nächten vorgefallen ist. Wir wissen, wo Sie waren. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geht es um Geld? Soll ich Namen nennen? Nein, nicht. Bitte. Was kann ich tun? Im Moment nichts. Wir melden uns wieder. Ende. Künstlerpech. Kramer? Ja? Und? Vielleicht überlegen Sie doch mal schnell, was ich weiß. Welche dummen Scherze, Freitag. Ich habe Sie an der Stimme erkannt. Sie haben zu viel getrunken. Hier ist kein Freitag. Hier ist Donnerstag. Mann, Sie sollten sich Besseres einfallen lassen. Wenn Blödheit wehtät, dann würden Sie brüllen vor Schmerzen. Danke. Ihr Mann hat Ihnen also nie gesagt, dass Dr. Offenbach für ihn gearbeitet hat? Ich meine, mehr als normalerweise für einen Lektor üblich. Und Geld dafür bekommen hat. Nein, sagt Offenbach das. Ihr Mann hat ziemlich viel Geld an Herrn Dr. Offenbach bezahlt. Ich brauchte mich für die Geldangelegenheiten meines Mannes nicht zu interessieren. Das habe ich anderen Frauen voraus. Ich meine damit, ich bin finanziell unabhängig. Als Schauspielerin? Nein, bestimmt nicht. Ich habe auch ein bisschen was geerbt. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Natürlich weiß ich, was vor 3 Nächten passiert ist. Ein Augenblick. Da sprechen Sie am besten gleich mit dem Kriminalkommissar, der gerade bei mir ist. Ja, hier, Konrad, hallo. Oh. Was ist denn los? Was machen Sie denn? Ich brülle vor Schmerzen. Eingehängt.
Wer könnte das gewesen sein? Ach, wahrscheinlich nur ein dummer Scherz. Das passiert öfter bei Fällen, die Schlagzeilen machen. Was hat er übrigens gesagt? Ob ich wisse, was vor drei Nächten geschehen sei. Ja, woher sollen Sie denn das wissen? Nun, er sagte, wir wissen, was vor drei Nächten passiert ist. Schade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Das war so eine Idee von mir. Robert, ich kann das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Chef, das habe ich doch rein privat gemacht. Ach, privat, privat. Mensch, du hast doch einen Knall. So eine Schnapsidee. Wenn das rauskommt, dann kriegen wir beide. Dann kann ich mich einpacken lassen. Weißt du überhaupt nicht, was hat denn Offenbach gesagt? Er sagte immer wieder, sehr interessant, na und, na und, ja. Und dann wusste ich nicht mehr weiter. Und er meinte, wenn Sie etwas von mir wollen, kommen Sie zu mir aus. Ja, tut es. Chef, wenn Sie mich fragen. Der hat Dreck am Stecken. Genau wie diese Frau Schermann. King Königsmann? Anonyme Anrufe nehmen wir grundsätzlich nicht entgegen. Mosler, der Herr Sekretär. Vorbildlicher Diener seines Herrn. Machen auch schon wieder Kaffeepause. Schermann? Ja, guten Tag. Bitte entschuldigen Sie. Es wird Ihnen sicher komisch vorkommen, dass ich Sie ausgerechnet hierher gebeten habe. Aber ich will nicht, dass mein Mann... Er gibt sich zwar immer sehr großzügig, aber in Wirklichkeit... Frau Schermann, Sie haben mir am Telefon gesagt, Sie hätten mir etwas über den Tod von Peter Hüttner mitzuteilen. Herr Kommissar, ich bitte Sie, könnten Sie das, was ich Ihnen sage, nur als eine Information behandeln? Mann. Ich verstehe. Wenn es nicht mit einer strafbaren Handlung zusammenhängt? Nein, nein. Ich war in der Nacht, als Peter Hüttner umgebracht wurde, nicht zu Hause. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Rolf hat damit nichts zu tun. Womit? Er war die ganze Zeit mit mir zusammen. Wenn Sie sagen, muss ich es ja glauben. Wer ist Rolf? Dr. Offenbach. Wir haben uns in seinem Sommerhäuschen in Mauhof getroffen. Ich bin erst früh am Morgen von ihm weg. Er hat dann verschlafen. Wollen Sie ihm ein Alibi verschaffen? Nein, nein. Ich könnte es beeilen, wenn es zur Entlastung von Rolf nötig ist. Er hatte zuletzt oft Krach mit Hüttner gehabt. Er hasste ihn. Er musste in Verdacht kommen. Ist das nicht sehr riskant, was Sie da machen? Tja, es muss mich auch jemand gesehen haben wohl, als ich früh nach Hause kam. Mir ist auch ein Auto dicht bei unserem Haus begegnet. Warum erzählen Sie mir das alles? Mich hat jemand zu erpressen versucht. Er hat am Telefon gesagt, er weiß, was ich gemacht habe. Wenn er das meinem Mann sagt... Sicher will er Geld haben. Oh, da kann ich Sie beruhigen.
Wenn er wieder anruft, dann sagen Sie ihm sofort und energisch, er möchte sich direkt mit Kommissar Konrad in Verbindung setzen. Nach dem werde ich was erzählen. Nicht in der Lage, auch nur eine Zeile zu schreiben. Niemand verlangt das von Ihnen. Sie sollen mir ja nur zusagen, dass Sie das Buch fertigstellen. Fertigstellen? Das Buch muss überhaupt erst geschrieben werden. Na ja, nicht heute und nicht morgen. Weder noch. Allzu lange dürfen wir auch nicht warten. Im Frühjahr müssen wir da sein. Oder noch besser. Was denn? Ich habe mir gerade vorgestellt, wir könnten das Buch doch gezielt auf den Markt bringen, sobald die Gerichtsverhandlung stattfindet. Vielleicht mit einer Bauchbinde. Peter Hüttners Vermächtnis. Das Buch zum Prozess. Mir ist nicht wohl dabei. Früher, ich meine, als er noch lebte, ja, da habe ich für ihn geschrieben. Aber jetzt? Vielleicht würde es Ihre Pietät weniger stören, wenn ich Ihnen 50.000 extra zahle. Ich bin nicht der richtige Mann, fürchte ich. Selbstverständlich würden Sie als Mitarbeiter Peter Hüttners genannt. Oder als gleichberechtigter Mitautor. Na? Überlegen Sie sich's mal. Atomsprengsatz sowieso X, der steht im Mittelpunkt. Eine internationale Terroristengruppe ist nun über Waffenhändler daran gelangt, will Milliarden erpressen und will den Staaten ihren Willen aufzwingen. Also so ungefähr muss die Geschichte laufen. Mein Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer mir nach dem Leben trachtet. Vielleicht ist es ein Irrer oder jemand, der meinen ganzen Verlag ausrotten will. Also, wenn Sie hier standen und die Schüsse da in die Scheibe schlugen und der Schütze von dort von der Mauer aus geschossen hat, tja, dann hätte er näher kommen müssen, wenn er Sie sicher erwischen wollte. Aus dieser Entfernung, nee, das sieht eher aus, als sei bewusst vorbeigeschossen worden. Vielleicht sollte es eine Warnung sein. Eine Warnung? Na, mir reicht es jedenfalls. Also, Herr Wegener, bekomme ich polizeilichen Schutz, bis diese Sache hier aufgeklärt ist? Wir werden es versuchen. Wo bin ich da reingeraten? Naja, ganz harmlos sind solche Bücher, wie Sie sie unter die Leute bringen, wohl doch nicht. Alles Fantasie und Hokuspokus wird uns erzählt. Aber in der Leichenhalle liegt ein toter Schriftsteller. Und hier sind zwei Kugeln durchgeschlagen. Die Killer krabbeln aus den Büchern hervor und schießen um sich, scheint mir. Hören Sie mal. Ihr Spott ist hier ganz unpassend. Die Polizei sollte uns Bürger lieber besser beschützen. Jeden zwei Leibwächter. Und für jeden Verleger und für jeden Zahnarzt noch extra zwei. Wie? Wieso Zahnärzte? Wieso Verleger? Sehr komisch. Ach, Robert, wie weit seid ihr mit den Tankstellen? In Hessen sind wir durch. Nur die Bayern lassen auf sich warten. Wie üblich. Kriminalhauptmeister Wegener, unterlassen Sie bitte derartig destruktive Kritiker den Kollegen. Bayern ist bekanntlich der größte Flächenstaat der Bundesrepublik und allein dreimal so groß wie Hessen. Da kann es nicht nur, da muss es einfach länger dauern. Maledetta Luci. Sempre trovo Luci.
merda per la Madonna. Schauen Sie nicht so dämlich, rufen Sie die Polizei. Garek, kontrollieren Sie alle Türen und stellen Sie fest, wie der reinkommen konnte. Jawohl. Ich weiß wirklich nicht, was Sie wollen. Es hat auf einwandfrei Notwendig. Ja, sicher. Ihre Aussage, die Aussagen Ihrer Mitarbeiter, das Ergebnis der Spurensicherung, der Sekretär hat einen Waffenschein, das ist alles ganz einwandfrei. Noch dazu das Vorleben dieses Mannes. Wieso? Wir haben eine Auskunft von Interpol erhalten, dass der Mann Enrico Morosoni hieß und Berufskiller war. Mindestens 5 Morde sollen auf sein Konto gehen. Also, dann ist doch alles klar. Zu klar, Herr Königsmann. Was liegt näher, als dass auch Peter Hütten erschossen hat? Wir werden diese Frage prüfen. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, um Ihnen zu helfen. Seien Sie sicher, wir gehen allen Spuren nach. Sie müssen feststellen, ob dieser Killer am Tage des Todes von Hüttner in Frankfurt gewesen ist. Wer war denn Ihrer Meinung nach sein Auftraggeber? An die Hintermänner im Ausland werden Sie doch wohl schwer herankommen. Aber wissen Sie, das ist auch gar nicht mein Job. Ich werde und muss den Mörder von Hüttner finden. Und ich sage Ihnen, es sind dieselben Leute, die es auch auf Schermann und mich abgesehen haben. Denen das Buch von Hüttner nicht passt und denen meine Geschäfte nicht passen. Und wenn wir diese Behauptung überprüfen, landen wir wieder in einem Puff in Amsterdam, was? Das ist ein starkes Stück, das Sie meine Carina-Betriebe als Puff bezeichnen, Herr Konrad. Ich hätte Ihnen mehr Sinn für Qualität zugetragen. Töten ist keine Qualitätsfrage, Herr Königsmann. Eben. Ich bin überzeugt, dass ein und derselbe Mann, ohne Unterschiede zu machen, Schermann, Hüttner und mich umbringen soll. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür? Beweise? Die kann man doch finden. Wie meinen Sie das? Ich werde Ihnen helfen. Egal, was es kostet. Über die Brücke gehe ich nicht. Aber, missverstehen Sie mich nicht, Herr Kommissar. Ich will Sie doch nur unterstützen. Bei einem bezahlten Killer muss man doch gemeinsam und energisch handeln. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Schon die Warnschüsse auf Schermann machten mich misstrauisch. Aber ein so dämlicher Killer, der die Fotos seines Opfers mit sich rumschleppt, also da hört's bei mir auf. Sie jagen fixen Ideen nach. Natürlich, ich kann Ihnen nichts beweisen, ich weiß. Beweisen? Was wollen Sie mir beweisen? Herr Konrad! Wir haben ihn. Was denn? Wer denn? Entschuldigung. Königsmann, ich muss leider sofort weg. Wir haben die Spur gefunden, die wir in Amsterdam vergeblich gesucht haben. Eine sehr explosive Sache. Sprengstoff? Benzin. Tja, Frau Hüttner, wir mussten Sie leider hier bitten, weil da doch noch einiges zu klären ist. Außerdem müssen wir eine Identifikation vornehmen. Was für eine Identifikation? Da kommt gleich jemand und Sie sollen uns bitte sagen, ob Sie die betreffende Person kennen. Müsste eigentlich längst hier sein. Ich verstehe das auch nicht. Wieso? Wer kommt gleich? Werden Sie schon sehen. Ja,
Ich sagte Ihnen doch, Herr Kommissar, dass ich den Mann, der mich überfallen hat, gar nicht gesehen habe. Ja, das haben Sie gesagt. Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen so wenig helfen kann. Tja. Ja? Ja, bitte, kommen Sie. Ist gut. Herr Beer, kommen Sie. Setzen Sie sich bitte. Danke. Guten Tag. Nun, gnädige Frau, kennen Sie diesen Herrn? Nein. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Herr Beer, kennen Sie die Dame? Ja. Woher? Sie hat vor dem Donnerstag Nacht bei mir gedankt. Spät in der Nacht. Sie hat so einen metallic-grünen Monza mit Münchner Nummer gefahren. Sind Sie sicher? Ja, freilich. Es war Donnerstag Nacht auf Freitag, denn am Freitag in der Früh musste ich auf Nürnberg. Frau Hüttner, Herr Beer betreibt eine Tankstelle 40 Kilometer westlich von Nürnberg bei Hilvenbach? Hilvenbrunn. Ah ja. Herr Beer, wie war das genau? Die Dame wollte an meinem Münzautomaten tanken. Sie ist aber nicht zurechtgekommen. Jedenfalls bin ich aufgewacht. Ich habe ein Geräusch gehört. Ihr war der Tankschlauch auf den Boden gefallen. Da bin ich gleich aufgestanden und habe ihr geholfen. Ich habe mir noch gedacht, das um die Zeit... Wie spät war es denn? Um 5:04 war ich wieder im Bett, das weiß ich genau. Ich war sauer, denn in der Früh musste ich auf Nürnberg. Frau Hüttner, woher kamen Sie? Herr Kommissar, kann ich mit Ihnen allein sprechen? Herr Beer, wir danken Ihnen. Ah, das war's schon. Ja. Ja, dann. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Hüttner, haben Sie was dagegen, wenn wir die Sache im Wagen Ihres Mannes rekonstruieren, sozusagen an Ort und Stelle? Wollen Sie einen Anwalt dabei haben? Ich will es hinter mich bringen. Sie haben also von Ihrem Wagen aus das Mädchen zum Hotel zurücklaufen sehen? Ja, ich stand auf dem vorderen Parkplatz. Und dann gingen Sie von Ihrem Wagen zu dem Wagen Ihres Mannes? Ja, ich wartete noch, bis Dr. Offenbach wegfuhr. Mein Mann schrie ihm nur irgendeine Gemeinheit hinterher. Ihr Mann saß am Steuer, so wie ich jetzt? Nein, 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 er stand erst im Wagen. Als er Offenbach anschrie, dann setzte er sich. Das heißt, er ließ sich fallen. Ich bin eingestiegen und habe mich neben ihn gesetzt. Er war ziemlich betrunken. Er suchte seine Autoschlüssel. Ich glaube, er hat mich zuerst gar nicht wahrgenommen. Ja, natürlich. Ich habe ihm meine Ersatzschlüssel gegeben. Zuerst hat er den Wagen gar nicht anbekommen. Und dann? Dann fuhr er los. Dann wurde ihm halbwegs klar, dass ich neben ihm saß. Ich versuchte mit ihm zu reden, aber es war noch schlimmer als sonst. Er beschimpfte mich. Was sagte er? Das möchte ich nicht wiederholen. Sagte er, dass Sie sich trennen sollten, dass Sie ihn nie verstanden hätten, dass Sie... Was er mir immer wieder sagte, dass er bei jeder anderen Frau das finde, was ich ihm nicht geben könnte. Plötzlich hielt er ab. Sie holten die Pistole raus? Nein, ich hatte gar keine bei mir. Er holte sie hervor. Nein, nein, aus der Seitentasche. Wie ging's weiter? Hat er Sie bedroht? Nein. Er hielt mir die Pistole hin. Ja, so. Mach endlich Schluss mit dem Theater, sagte er. Mach endlich Schluss mit dem Theater.
Bitte. Du traust dich ja nicht, du hast dich ja nie getraut. Du traust dich ja nicht, du hast dich ja nie getraut. Wenn du wüsstest, wie alt und abstoßend du jetzt aussiehst. Wiederholen Sie es. Wiederholen Sie es. Was taten Sie nach dem Schuss? Ich stieg aus. Nein, nein. Ich habe erst die Pistole eingesteckt. Augenblick. Stimmt das? Ja, ich habe sie aufbewahrt. Sie können sie haben. Das war so schön. Wer hat Sie gefesselt, um den Überfall vorzutäuschen? Das habe ich selber gemacht. Nein, 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 Frau Hüttner, das geht nicht. So kann man sich nicht selbst fesseln. Das ist doch unwichtig. Ich alleine habe meinen Mann getötet. Was brauchen Sie mehr? Wer hat Sie geknebelt? Also gut, Frau Egelmeier, meine Haushälterin, sie wollte mir helfen. Sie kennt mich seit 20 Jahren, sie hat alles miterlebt. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Kann ich weg hier? Frau Hüttner schon gesprochen? Ja. Jetzt haben Sie im Triumph. Ich triumphiere nicht. Ich habe die Person ermittelt, die Peter Hüttner erschossen hat. Danke. Seit dem Tode meiner Frau ist es das erste Mal, dass mir eine andere Frau wieder etwas bedeutet. Warum sagen Sie mir das? Weil ich geglaubt habe, Sie würden mich vielleicht verstehen. Was würde das helfen? Mit Ihren Methoden, Herr Königsmann, werden Sie sich das Genick brechen, früher oder später, das garantiere ich Ihnen. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden es nicht erleben. Oh, doch. Noch lange vor meiner Pensionierung. Hoffe ich. Was werfen Sie mir vor, konkret? Beweise kann man doch finden, wie Sie gesagt haben. Ja, und? Der Mann, der Sie angeblich umbringen sollte, den haben Sie doch selber engagiert, nicht? Um von Frau Hüttner abzulenken. Klingt gut. Nun finden Sie mal Ihre Beweise. Ich werde mir Mühe geben. Tja, jetzt wird Frau Hüttner Ihre Hilfe wirklich brauchen. Und das Buch über den King wird nicht erscheinen. Dr. Offenbach will nur noch Gedichte schreiben. Hörte ich. Das freut mich. Ich liebe Gedichte. Ich auch. Übrigens, Rechtsanwalt Bissow wird Frau Hübner verteilt. Eine teureren konnten Sie sicher nicht finden. Nein, vor allem keinen besseren. Frau Christa Hüttner wurde nach viertägiger Schwurgerichtsverhandlung wegen Totschlages in einem minderschweren Fall, begangen an ihrem Ehemann Peter Hüttner, zu 4 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.